Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Grizz. Hier sind wir wieder unterwegs unter Wasser und ich muss jetzt mal versuchen. Ja, oh, es hat geklappt, yes. Ah, ich bin richtig, okay. Also offensichtlich sind wir hier auf der spiegelverkehrten Seite von der ganzen Sache hier. Ist ja mal geil. Weil das sieht so original aus wie das andere Teil. Krass. Ja. Ich bin jetzt hier unter Wasser und in diesem Gebiet, das ich noch nicht wirklich kenne. Und wir müssen ziemlich viel schwimmen. Aber wenigstens sind jetzt die ganzen Geschicklichkeitsrätsel mit dem Vogelding nicht mehr ganz so krass wie vorher. Also damit komme ich zurecht. Dieses Zielrichtig-Ding, das fand ich schon ein bisschen... Oh... Oh, das sieht aus wie dieser Baum vorhin. Oh, das ist ja mal geil. Voll schön. Das ist doch mal schick hier. Sehr nice. Aber hoch drauf springen können wir nicht. Wir können ihn nur angucken. Schade eigentlich. Aber das ist natürlich auch einer der Punkte, den ich bei diesem Spiel toll finde. Man hat so viel zum Gucken. Jede Landschaft ist einzigartig, hat irgendwo so ihren besonderen Reiz. Auch wenn es etwas irritierend ist, dass das Wasser von oben runter tropft und so. Aber okay. Huch, wo bin ich jetzt hier? Hier sind wieder laufende Pilze, süß. Ach, ich mag diese kleinen Pilze, die sind toll. Okay, lass mich raten. Ich muss auf diese schwarzen Pilze hier springen, damit das hier was wird. Aha. Okay, okay, okay. Ja, ja, es ist okay. Ach, wie geil. Die machen Geräusche, die Pilze. Oh mein Gott, ich stehe auf so einen Scheiß. Das ist so schön. Alter. Und das passt perfekt zur Hintergrundmusik. Es ist einfach Wahnsinn. Warte mal. Komm, Pilz. Ich will doch gern auf dich drauf springen. Ich will dich voll anspringen, Pilz. Ah, ich muss, glaube ich, näher ran, damit das klappt. Ja. Oh Mann. Oh, diese Pilze sind so toll. Alter. Nein, 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 nein. Oh, nicht schon wieder abstürzen. Nein. Oh, Mensch, ist das die Wirklichkeit. Oh. Ich hasse es. Also nochmal. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube mal auf den großen Pilz hier. Okay, den muss ich erstmal finden. Nein! Oh, nein, nein, nein! Oh, Himmel! Nein, nein, nein. Oh, shit. Oh, verdammt. Echt ist das die Wahrheit. Ach, Leute. Es tut mir leid. Ich bin einfach, was das angeht, nicht gut. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem ein bisschen Spaß. Ansonsten spult einfach vor, weil ich rechne schon damit, dass ich das hier schaffe. Wenn es halt mal wieder ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, jeder von euch hat irgendwie einen Snickers mit dabei. Oder wenn ihr... Snickers nicht so mögt und lieber Mars isst, dann halt lieber ein Mars. Mars ist auch okay. Ich persönlich mag Mars lieber. Bei Snickers sind mir zu viele Erdnüsse drin. Ich weiß nicht, die Erdnüsse sind nicht so mein Ding. Werden es auch nie werden. Es ist eine lebenslange Vorliebe für Mars, die ich kultiviere, seit es Schokoriegel gibt, die ich mir von meinem Taschengeld kaufen konnte. So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir auf den dicken Pilz hier kommen. Ich hoffe es doch. Nein! Och, Mensch. Okay, also nochmal hier runter. Glücklicherweise sind die Pilze ja hier in der Nähe. Und ich muss nicht den ganzen Weg nochmal springen, außer wenn ich jetzt hier abstürze. Aber das passiert ja nicht. Hoffe ich mal. So. Und da haben wir es geschafft. Yay. Und weg von den Pilzen. Juhu. Okay, was ist das jetzt hier? Ah.
Okay. Okay. Offensichtlich hat das so ganz gut funktioniert. Oh, was ist das jetzt hier? Oh, ist das Eis? Geil! Oh! Und zopp in der Eishöhle. Okay. Oh. Ich hoffe mal, der Mantel, den sie da trägt, der isoliert so ein bisschen, sonst habe ich echt ein Problem. Wow, also man hat hier so viele schöne Sachen zu sehen. Hupsa. Okay, es geht hier offensichtlich abwärts. Okay. Wahnsinn. Wie gefällt euch denn Gris bisher? Also ich hoffe mal, dass ihr jetzt noch ein bisschen an der Sache mit dran geblieben seid. Und es hier halt auch ein paar Leute gibt, die wirklich Bock drauf haben, das mit anzugucken. Oh, warte mal. Jetzt muss ich meine Vögel erstmal befreien. Genau. Huch. Ah, okay. Ich muss wahrscheinlich wieder mich schwer machen, um hier um dieses Eck rumzukommen. Ich sehe das schon. Nein, 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 nein. Oh, Mädchen. Okay. Das müssen wir gescheiter machen. Aber interessant, wie häufig sie diese Mechaniken immer wieder neu erfinden. Oh, Mann. Ist das die Möglichkeit? Okay, also nochmal. Ich muss da wahrscheinlich einfach näher ran. So geht's. Ja, yes, sehr schön. Also ich liebe die Kombination dieser wenigen Mechaniken, die ich tatsächlich habe. Das macht wirklich Laune. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich kann hier wieder was kaputt machen. Yes. Bums. Okay. Und noch mehr. Leck um hier. Ah, okay. Hier kann ich was Neues lernen. Ich habe nur keine Lichter. Was haben wir denn jetzt wohl vor? Lichter suchen, klar. Oh, jetzt sind wir aber auch echt in so einer Eiskaverne. Geil. Das ist doch mal flauschig hier. Naja, nicht ganz flauschig, aber... Huch! What the fuck? Okay. Was bringt das denn jetzt hier? Okay, wie funktioniert das denn jetzt? Ha. Okay, ich bin fasziniert. Aber wenn ich jetzt hier so rumstehe... Ah, warte mal. Haha. Vielleicht kann ich da drauf springen. Ja. Hahaha. Ist das geil. Ist das eine geile Mechanik. Ist das geil. Okay. Okay, ich muss mir offen... Ist das blöd. Okay, okay. Ich muss mich irgendwie so hinstellen, dass ich nicht in meinem Weg stehe. Ach, das ist ja mal eine saugeile Mechanik. So. Ach, okay, das war jetzt nicht so hilfreich. Warte mal. Ja, okay, das, nein. Aber das nenne ich jetzt mal sehr kreativ. Oh Mann! Ich hab dich doch... Okay, warte mal. Ich war doch gerade so ein schöner Eisklotz. Okay, so funktioniert das nicht. Warte mal. Vielleicht geht es so.
Warum hat das nicht geklappt? Alter. Aber das ist richtig kreativ. Okay, das hat nicht... Mann, warum nicht? Warum geht das nicht, wenn ich hier springe? So. Ah, nicht hoch genug. Ah. Nee, das reicht nicht. Okay, also irgendwie muss ich diesen Klotz da besser positionieren. Hm. Ja gut, so ist natürlich nicht hilfreich. Okay, warten wir einfach mal. Oh, Himmel! Das ist doch jetzt nicht die Möglichkeit. Ich mach das doch hier extra schon im richtigen Moment. Okay, war ich nicht schnell genug. Der drückt hier zu schnell auf den Auslöser. Definitiv. Nee, das geht irgendwie nicht. Shit. Ha. Huh. Okay, das sieht immer schlimmer aus hier. Okay, ich komme nicht mehr hoch, wenn ich das mache. Aber es reicht ja schon, wenn ich hochspringe und dann einen auf Dings mache. Ach. Nee, das ist einfach nicht hoch genug. Warte mal, hier hin. Eieiei. Ah, Mann, ich bin nicht schnell genug. Definitiv nicht. Hm. Okay, warte mal. Die nächsten mache ich jetzt hier und dann springe ich nochmal ein Stückchen hoch. So. Dann springe ich hier hoch und guck mal, ob das klappt. Nein. Ah, das ist zu hoch offensichtlich. Das hält nicht. Ach, das ist doch Mist. Ha. Ich probiere mal diverse Dinge aus, liebe Leute. Wir sehen uns dann sofort wieder. Wisst ihr was? Ich habe das jetzt ein bisschen rumprobiert und festgestellt, dass es mir ziemlich schwer fällt, das hinzukriegen. Ich werde mal testen, ob ich nicht auf der anderen Seite mehr Glück habe. Sonst sind wir hier die nächsten 10 Stunden beschäftigt. Und vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen üben. Ich weiß es nicht. Oder ich mache das einfach zu ungeschickt. Ich hoffe mal nicht. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja in der anderen Höhle mehr Glück. So, gucken wir doch mal. Was ist denn hier? Oh, hier ist dasselbe. Okay. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist aber dann etwas leichter so. Ich stelle mich hier einfach hin. Warte, bis ich gefriest werde. So. Okay, hier ging das definitiv leichter. Das andere war nicht ganz so schwer. Ha. Das ist so lächerlich. So, warte mal. Oh Gott, ich hasse es, wenn meine Statuen hier im Weg sind. Flimm. So. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich das hier machen muss. Ah. Idealerweise so, dass hier nicht 10 Statuen von mir im Weg stehen. Ach, Mensch. Das ist doch voll unpraktisch. So, warte mal. Och, Mädchen. Es ist doch nicht so schwer. Ah, Mann. Ich bin echt nicht gut im Springen. Oh, Himmel. Hm. So. Ich bleib einfach hier stehen. So.
Nein, 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 mach das nicht. Ach, shit. Oh, da muss man wieder mal so schnell sein. Ich hasse sowas. Echt jetzt. Und ich komme jetzt hier nicht zurück. Oh, oh Mann. Da sehe ich zumindest schön aus. Nein, aber wir machen das hier mit Block. So. Oh, jetzt muss ich hier... Oh. Ach Mann, es ist doch... Himmel. Ich bin bei sowas wirklich nicht hilfreich. So, komm. Hier. Mach mal hier einen Block draus. So. Oh, nein! Oh, es ist doch... Ich... Gott. Von wegen. Das ist hier echt voll was für Bewegungsligastheniker. Wie mich nicht. Ah, komm. So, hopp. Block machen, bitte. Das ist doch nicht wahr. Ah. Okay, warum ärgere ich mich hier eigentlich? So. Also irgendwie. Ha. Ha. Warte mal. Ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Machen wir das so. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie schnell genug rüberkommen. Oh, das ist der Block. Ja, warum mache ich das eigentlich? Also das ist schon so ein bisschen frustrierend hier. Das ist so wichtig, hier irgendwie das brauchbare Timing hinzukriegen, weil man sonst echt keinen Spaß hat. Also nochmal, ich glaube, ich muss das so machen, dass der Block hier... Ach komm! Himmel! Puh. Also ein Block geht schon mal nicht, das merke ich ja. Also das muss so ausbalanciert sein, dass... Oh Gott, oh Gott. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Also das muss so ausbalanciert sein, dass ich, wenn ich mit dem Block mache, dass das Ding nicht ganz nach unten geht. So, das heißt, ich werde jetzt hier wieder einen Block machen. Den benutzen. Um hier nochmal einen hinzusetzen. So. Das ging jetzt aber auch nicht. Scheiße. Ah, Manometer. Also, das ist ja schon nicht ganz so leicht hier irgendwie. Also, testen wir es halt nochmal. Mach mal einen Block. So, dann werde ich hier einen zweiten hinsetzen. So. Jetzt muss ich hier noch schnell rüber. Och, okay. Den Versuch kann ich mir wieder knicken. Ah, Mann, oh Mann.
Also das ist schon hier so ein ziemliches... ziemliches Gefurze. So, dann nochmal. So. Oh, und schon wieder kann man es eigentlich vergessen. Oh, es ist wirklich zum... so ein bisschen zum... zum Fluchen. Aber okay. Ich sehe schon, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Sonst wird das hier einfach nichts. Alternativ bauen wir einfach hier einen Block. Dann springe ich von unten so lang gegen dieses Teil. So. Bis es mir den verdammten Leuchtestern gibt. Ah, gib mir den Leuchtstern. Nein, das testen wir einfach beim nächsten Mal. Ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie schaffe ich das. Und wenn es das Letzte ist, was ich bei diesem Spiel tue, bevor ich wahnsinnig werde. Ihr Lieben, danke, dass ihr wieder reingeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gris oder der verzweifelte Versuch, von einer Plattform auf die nächste zu springen. Macht es gut, ihr Lieben. Bis denn und tschüss.